Ich hoffe, alle sind wieder total erfrischt und gestärkt zurück aus der Mittagspause gekehrt. Und wir fahren fort mit Guido Schneider. Guido ist Schriftgestalter, Gründer des Type-Labels Brass Fonts und er unterrichtet Typografie und Type-Design an der Niederrheinischen Hochschule in Krefeld. Und mit Guido geht es heute richtig ins Eingemachte. Er wird uns von den Höhen und Tiefen um die Entwicklung seiner namhaften Custom Fonts berichten und und ja, er wird uns darüber aufklären, welches Missverständnis ihn dahin geführt hat, wo er heute ist. Guido Schneider, bitte. Hallo, ich freue mich. Bin überrascht von meinem Thema. Nein, schlimm. Ja, aber schon guten Tag. Ich freue mich, dass ich ein paar Sachen zeigen und erzählen darf. Worum es gehen wird, wurde gerade schon grob angerissen. Ich dachte mal trotzdem zwei Takte kurz zu mir. Also, Guido Schneider ist mein Name. Ich bin von Hause aus zunächst mal Kommunikationsdesigner und führe ein kleines Büro für Gestaltung und nebenbei dann auch noch das. Ich werde umgestimmt. Ein Font-Label, das heißt Brassfonts. Ich muss das nochmal so explizit sagen, das heißt Brassfonts, weil das Kölsch ist und nicht Englisch oder irgendwas, sondern das ist, entstanden, als ich mit noch ein paar Mitstreitern noch relativ jung und unerfahren waren und wir total stressig in der Gegend rum typografiert haben. Und das dann auch zum Thema oder zum Namen gemacht haben. Deswegen darf man das schön breit Brassfonts aussprechen. Und dass das vielleicht sogar ein bisschen doppeldeutig ist mit dem Englischen, das hat mir gar nicht auf dem Schirm. Aber dafür noch ein anderes. Ja, wie gesagt, ich entwerfe freie Schriften. Ich mache aber auch Custom-Fonts, das heißt Schriftentwicklungen im Auftrag für Unternehmen, für Kampagnen, als Hausschrift, als Auszeichnungsschrift, als Leitsystemschrift. Und obendrein bin ich dann auch noch Lehrbeauftragter für Typografie und Schriftgestaltung an der Hochschule Niederrhein in Krefeld und versuche da in einem sehr überschaubaren Rahmen motivierten Studierenden die Schriftgestaltung beizubringen und versuche da möglichst gute, experimentelle, ausgebaute, zu Ende gedachte Schriften zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, was tatsächlich auch ganz oft funktioniert. Das heißt, da kommen auch tatsächlich sehr schöne Sachen bei rum und der Kern dieses Kurses ist meistens darin begründet, dass wir versuchen, eine Aufgabe zu lösen. Ja, das heißt, wir entwickeln nicht einfach mal schön geistig eine Schrift und sagen, ach, jetzt mache ich mal irgendwas Verrücktes, sondern es gibt eine Aufgabenstellung, die gilt es, sagen wir mal, zu erfüllen. Und auf dem Weg dahin darf man experimentieren, auf dem Weg dahin darf man Sachen machen, die verboten sind oder auch Regeln lernen und. Das Ziel ist aber immer, zu versuchen, einen Inhalt auch zu transformieren oder eine Idee zu transformieren, sodass man Inhalt in Form bringt und am Ende einen Zeichensatz hat, eine Ansammlung von einzelnen kleinen wilden Streitern, die zusammen dann versuchen, ein Thema oder eine Idee zu kommunizieren. Wie gesagt, das klappt sogar häufig sehr gut, trotz der beschränkten Zeit, aber es macht auf jeden Fall Laune und wir haben ein paar ganz, ganz tolle Sachen dabei, die auch tatsächlich sogar in Richtung Textfont gehen, extrem gut ausgebaut sind und sich vielleicht sogar eignen würden, vertrieben, verkauft zu werden, wenn die Damen und Herren den Hintergrund kriegen würden. Das hier ist zum Beispiel nur mal ein Beispiel. Ich habe jetzt nur mal ein paar Sachen mitgebracht, habe die unsortiert durchlaufen lassen. Das, was da gerade drin war mit diesen Einkerbungen, mit den Inktraps, das war tatsächlich eine Bachelorarbeit von einem Studenten, der eine Schrift entwickelt hat für Beipackzettel, die noch in 2 Punkt wirklich lesbar ist. Und in 3 Punkt sowieso und in großen Schnitten dann auch. Aber sein Ziel war es einfach, die Problematik von Beipackzetteln, von Medikamenten zu lösen, dass man die entweder nicht lesen kann
oder sie schlecht gedruckt sind oder mit schrecklichen Schriften oder wie auch immer, eine entwickelt, die das von der technischen Seite behebt, die Problematik des Druckens, und dann auch noch auf der ästhetischen Ebene einfach noch was mitbringt. Das, was wir da machen, dieses Bearbeiten von Aufgaben, der Versuch, Inhalte, Ideen, Themen, Gestaltungsansätze in einer Schrift umzusetzen, ist auch das, was eigentlich bei Kastentrans häufig der Fall ist, was da die Aufgabenstellung ist. Das heißt, auch da ist es eher selten so, dass ein Auftraggeber kommt und sagt, mach doch mal eine Schrift, müsste man gut lesen können, Punkt. Sondern es gibt ganz häufig, gibt es Rahmenbedingungen, die gesteckt werden, die ganz oft korrelieren mit einem Erscheinungsbild, was vielleicht sogar schon besteht oder gerade entwickelt wird. Das heißt, da muss man dann so auf den meistens schon sehr weit gefahrenen Zug aufspringen und versuchen, da irgendwie noch mitzukommen. Diese Thematik, diese Auftragsarbeiten, die habe ich in den letzten Jahren häufig gemacht. Und lustigerweise, als ich über diesen Vortrag nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass, auch im Kontext ZDF Neo, wo ich jetzt die Hausschriften für gemacht habe, ich ganz häufig Projekte gemacht habe für Fernsehsender. Was ein bisschen merkwürdig ist eigentlich so rückblickend, weil das eigentlich ein Medium ist, das nicht unbedingt dem Medium entspricht, was man so als Schriftgestalter gerne bespielen möchte, nämlich den Text, ja, das schön gedruckte Plakat oder das schön gedruckte Buch, sondern ein sehr schnelles Medium ist, teilweise auch früher mit einer extrem bescheidenen Bildschirmauflösung, wo also nicht viel zu erkennen war. Und wie ich dazu gekommen bin, wie mir das passieren konnte, das werde ich jetzt kurz darstellen. Festhalten, 1996, ich habe noch studiert, habe ich, wie gesagt, mit ein paar Freunden, Mitstreitern im Studium mir überlegt, hey, wir haben alle einen Mac, wir haben Photographer, wir machen Schriften. Wobei die Frage oder der Punkt gar nicht so sehr war, dass wir Schriften gemacht haben, sondern haben eigentlich primär alle Schriften kaputt gemacht und haben dann gesagt, hey, das ist eine neue Schrift, super. Da war es unglaublich viel Schrott bei rumgekommen und die Sachen, die am wenigsten schrecklich waren, haben wir dann als wirklich gute Schriftentwürfe tituliert. Und es gab diesen Begriff damals des Dekonstruktivistischen, das war dann, passte dann ganz gut. Und dann haben wir gesagt, super, jetzt machen wir ein Label, Rassum, und machen auch noch einen Katalog, weil man braucht ja einen Katalog. Und haben uns dann gedacht, naja, wir sind gerade so, das war gerade der Umbruch vom Analogen hin zum Digitalen. Wir haben gerade versucht, eine Website zu bauen, und dann haben wir gesagt, toll, CD ist jetzt ganz neu, ne? CD-ROM, machen wir auch, aber wir nutzen die nicht klassisch mit einer CD, sondern wir machen da Pappkarten rein, wo unsere Schriften drauf sind. Da gab es dann auch eine Preisliste, ein paar Schriften, da stehen auch gar nicht unsere richtigen Namen, sondern so Pseudonyme, weil wir uns ein bisschen geschenkt haben dafür. Und hier, die Bestellvorlage, die musste man faxen. Ja, Fax, Fernkopie. Das heißt, per Mail ging das gar nicht, aber man musste da was ausfüllen, musste das faxen. Und wie gesagt, in dieser CD-Hülle waren Pappkarten drin, wo die Schriften exemplarisch gestaltet waren, Alphabet, bla bla bla. Und die haben wir dann in der Welt umgeschickt, an Agenturen oder Gestalten, wo wir der Meinung waren, die haben da bestimmt Verständnis für, die verstehen das. Hat nicht geklappt. Das hat tatsächlich kaum keiner verstanden. Wir haben gefragt, wo ist die CD? Und was? Dabei stand es überall drauf, keine CD und es kommen neue Karten dazu und bitte aufbewahren und es gibt eine neue Edition, aber hat nicht funktioniert. Und worum es dann eigentlich aber letztendlich ging, war eine Schrift, die hier unten zu sehen ist, die damals noch so heißende Veto. Und wenn man da das sehen kann, dann wird man so eine Ahnung kriegen, das kenne ich irgendwoher, das war eine, sagen wir mal, wie sagt man schon, ein Korrektiv. Unser Ansatz, wie kann ich die FE-Schrift, also die Nummernschildschrift, die damals gerade neu etabliert wurde, wie kann man die typografisch besser machen, wie kann man die vielleicht sogar für den Textsatz nutzbar machen und vor allen Dingen, wir machen kleine Standards. Und diese Veto war eben in diesem Pack mit dabei, ist rausgegangen und irgendwann klingelte das Telefon und das ging dann ungefähr so. Hallo, hier ist RTL, den Namen werde angerufen, habe ich vergessen. Danke für den Katalog, super, wir nehmen die WF-Veto in Bold und exklusiv.
Und okay, das, ja, das Problem war nur, die Veto gab es nur in Light und in Regular. Und schon gar nicht exklusiv. Und der Punkt war, wir waren gerade, wir hatten ja selber gemerkt, dass es doof ist, dass es eine Bohlen braucht. Die waren wir gerade dabei zu gestalten und die waren jetzt total auch mit Einfluss noch an der FH und so. Und irgendjemand hat wahrscheinlich die Daten vergessen und die waren irgendwie ganz komisch bei RTL gelandet, der Bullshit. Die hatten die also schon, wir noch nicht im Programm. Und okay, super, das ist ja cool. Dann nehmen wir einen Bullshit und ihr kriegt den exklusiv und wir brechen da richtig viel Geld für, weil wir in den nächsten 20 Jahren können wir die bestimmt so oft verkaufen, boah, super, ja, Ring. Und haben dann einfach gesagt, das machen wir. Und während das passierte, da haben wir noch ein paar kleine Anpassungen für RTL gemacht, während das passierte, bekam mir noch ein anderer von Leinwand und hat gesagt, wir haben eine kleine Frage, ihr habt ja da so eine Veto rausgemacht, ja. Könnt ihr die umbenennen? Ja. Wir, warum? Ja, weil wir haben auch eine Veto rausgebracht, ja. Und wir haben jetzt hier tonnenweise Werbematerialien schon gedruckt und ihr wart aber früher draußen und das wäre ganz schön teuer. Und wir haben echt nicht geschaltet, wenn ihr dabei könnt, ja super, können wir machen, kostet aber was. Und was haben wir gesagt? Anwälte, ja klar, benennen wir die Jugend. Ja genau, die Jugend. So, direkt die Hose voll gehabt, okay, dann hieß der Voter, und der gesagt, super, dann können wir auf den Bildschirm Voter Rot nennen, das merkt er eh nicht. Und so, und fertig ist der Traum. Der Punkt aber, der wirklich relevant war an der Stelle für uns, war einfach, wir haben gemerkt, hey, wenn die Schriften einigermaßen ernsthaft sind und wenn man natürlich mit Kunden oder mit Auftraggebern darüber spricht, kann man mit Schriften Geld verdienen. Also mit exklusiven Entwicklungen, mit Custom Fonts, mit solchen Geschichten, das war für uns vorher auch gar kein Thema, weil wir kamen gerade von der FH, wir hatten keine Ahnung und wir haben die Schrift gemacht, weil wir Lust drauf hatten, das war's. Und von da an haben wir dann angefangen, Auftraggebern teilweise schon bei den Corporate Design Prozessen Schriften von uns einfach aufzuschwatzen. Einfach nur, weil wir Lust drauf hatten, irgendwie die in unsere Schriften unterzujubeln. Aber wir haben eben auch ernsthaft angefangen, uns wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das als Weg für uns auch irgendwie ja, zu begreifen. Und kurze Zeit später, oder ein, zwei Jahre später, ging es dann tatsächlich, er hat sie ungefähr ein halbes Jahr benutzt. Ich kann auch verstehen, warum, weil das ist, wenn man dann später die Sachen wirklich noch zeigen will, die ist ja schon sehr, sagen wir mal, ausdrucksstark und sehr eigenwillig. Unabhängig davon, ob die jetzt schön sind oder nicht, aber also, und die als Schrift für sämtliche Trailer, für alle Gestaltungen, die on-air gehen, zu benutzen, das ist schon ganz schön nervig, glaube ich, das auch. Außerdem sieht immer alles aus wie Nummernschild. hat nicht lange gedauert, hat ein Schweinegeld gekostet, fand ich super. So. Dann irgendwann ging wieder mal das Telefon und es rief jemand an, mit dem man so gar nicht gerechnet hat, nämlich ein Mensch von Super RTL, ein Fernsehsender, den ich eigentlich, keine Ahnung, ne? Super RTL. Hallo, Guido hier, nee, ist auch Guido, ihr macht doch irgendwie Schriften, habt ihr Weihnachten schon was vor? Wir hatten ungefähr Anfang Dezember. Also, ja, nö. Wieso? Ja. Weil es ging darum, Super RTL war mit der Agentur Feedly dabei, das Erscheinungsbild des Senders zu überarbeiten und die hatten ein Designkonzept entwickelt, das auf Ellipsen basierte, was von dem Logo, von wofür die, wo die Agentur nichts für konnte, das stand schon, aber was eben auf diesen Ellipsen basierte. Und Super RTL hat früher immer die Clearfest Gothic benutzt. Warum auch immer. und die hat festgestellt, hey, die passt gar nicht zu dem neuen Design, aber alle anderen Schriften, die die Agentur vorgeschlagen hat, passen irgendwie auch nicht oder stießen irgendwie nicht auf Wohlwollen beim Sender und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie jetzt dann überlegt, naja, wir müssen mal gucken, dass wir was finden oder was machen lassen, was eben dazu passt. Dann wurde uns dann mitgeteilt, wie das neue Konzept aussieht. Super RTL hat, glaube ich, immer noch, das ist einfach der Konzept, tagsüber Kinderzeit und ab 20 Uhr oder so ist Erwachsenenzeit, das nennt sich Daytime und Primetime. Tagsüber laufen dann so ganz schreckliche Kinderserien, abends mehr oder weniger schlimme Familienfilme und so Konservengeschichten.
und es ist unterteilt in Orange und in Blau. Zwei Zielgruppen, oder sagen wir mal zweieinhalb. Einmal die Erwachsenen abends und einmal tagsüber die Kinder, Klammer auf, Eltern. Und dann hieß es ja, dafür brauchen wir jetzt eine Schrift und am besten wäre es, wenn wir irgendwie eine Schrift hätten, die aber zwei Ziele hätte, also für die Erwachsenen und für die Kinder, aber nein, nicht so eine Dolores, nicht so was Hüpfendes, was Lustiges, sondern irgendwas, was nicht zusammenpasst. Und könnt ihr ja mal gucken. Okay, und dann kam noch die Info dazu. Ach, übrigens, das ist nur so eine Auswahl von Logos, die bei uns die ganze Zeit über den Sender filmen. Die können wir auch nicht ändern, weil das kommt ja von Disney und von, ich weiß nicht, von Nickelodeon und so. Das sind alles so Logos, mit denen die Schrift und unser Senderlogo in Konkurrenz stehen wird. Also das könnt ihr mal im Hinterkopf behalten. Haben wir. Heißt, die Schrift sollte jetzt auch nicht zu exzentrisch sein, sich ein bisschen zurücknehmen. Also da kann man sich erstmal so, ja, eigentlich sind die Bilder wichtig. Bilder. Ja, so. Die Schrift ist gar nicht so wichtig. Warum lasst ihr dann eine machen? Aber das haben wir nicht gefragt. haben dann aufgrund dieser zeitlichen Problematik, das ist wirklich, also die wollten eigentlich Anfang Januar on air gehen mit dem neuen Design, wir hatten Anfang Dezember, haben gesagt, okay, passt auf, wir können das irgendwie regeln, wir haben hier eine Schrift gerade so in der Mache, wenn wir die als Basis nehmen können, ein bisschen anpassen können, also strukturell anpassen können, dann kriegen wir das zeitlich hin. Und haben dann angefangen, auf Basis dieser damals existierenden Schrift ein bisschen rumzutüfteln und haben dann als allererstes gesagt, okay, komm, diese Lipsen, das Weiche, das Lebendige, das kriegen wir dahin, indem wir da rein, indem wir einfach sagen, okay, wir machen die Strichenden auch rund. Ja, das ist auch alles rund und dann ist es nicht so eckig, das geht diese Bewegung mit, das ist schon mal eine schöne Sache. Und bei den Kleinbuchstaben ist es dann auch so, dass die alle sehr lebendig sind in ihrer Formsprache, dass wir asymmetrische Schwingen in runden Buchstaben haben, B und D, das heißt, sie sind oben anders als unten. Wir haben so ein bisschen ungewöhnliche Form wie beim W. Unten in Y ist auch so ein Schwung, das A ist unten, das alles ist wirklich schwungvoll und geschwingt. Und wir haben so ein G. Und dieses G würde so ein bisschen daraus her, dass wir einen Workshop mit denen vorher gemacht haben, und okay, wo wollten die eigentlich hin, was soll das eigentlich werden? Und dass der immer durch den Raum flog, war so, ja, irgendwie soll es schon so ein bisschen was sein wie Frutiger oder wie die Meta oder sowas in die Richtung. Okay. Und dann, das ist uns erstmal egal, wir wissen ungefähr, es soll also kein Universum, kein Vetiker, wir gucken mal. Und haben dann ursprünglich diese beiden Gs vorgeschlagen als Varianten. Aber es sollte ja irgendwie wie die Meta sein. Und dann haben wir, ich habe es nicht gezählt, ich weiß nicht, ob ich glaube 23, 24, 25 kleine Gs gemacht. Mit Abstufung und immer weiter, und irgendwann haben wir sie dahin gekriegt, zu diesem dann finalen kleinen G, was dann nicht mehr ganz aussah wie, guck mal, wir haben ein G von der Meta geklaut, sondern offen war und lebendig und alle waren happy und dann haben wir gedacht, okay, das kann man mit leben, muss ja irgendwie wohl sein, den Kompromiss können wir eingehen. Dann haben wir angefangen, die auszubauen, die Schrift, Buchstaben zu ergänzen, weil die Agentur musste ja mit irgendwas arbeiten. Die mussten den ganzen Trailer produzieren, die mussten Werbung Freitag 20.15 Uhr irgendwas schreiben. Das heißt, wir haben angefangen, die Wochentage erstmal Buchstaben für die Wochentage zu machen. Und was man hier auch schon sehen kann, ist, dass die relativ offen und relativ weit läuft, dass die auch eine relativ hohe Klickzahl haben. Das ist daher begründet, dass damals die Auflösung oder die, sagen wir mal so, die Möglichkeit der Renderingmaschinen extremst überschaubar war und natürlich die Auflösung der Röhrenfernseher, die es damals ja noch gab, auch extremst überschaubar war. Das heißt, wenn die Schriften kleiner wurden, matschten die kolossal zu. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir ziehen die auseinander, wir machen die so offen, wie es geht, damit das eben nicht passiert. Sieht so jetzt erstmal komisch aus, auf dem Screen danach oder auf dem Fernsehen hat es wunderbar funktioniert, meistens zumindest. Dann haben wir noch mehr Wochentage gemacht. Und irgendwann musste das Kind natürlich auch einen Namen kriegen, weil auch die Agentur hatte dann immer nur Testversion 1, 2, 3, damit irgendwann sagt, das ist irgendwie nicht mehr cool. Dann haben wir das ganze Ding Supralux genannt, abgeleitet von RTL. Lux von Radio Tele Luxemburg und die fanden das super, Überlicht. Ja, so.
Ehrlicherweise hatte ich das irgendwie 3 Tage vorher also in so einem spanischen Krimi nachts irgendwie, Nachtprogramm liegt da eine Fotofilmrolle, die älteren unter uns, ne, der hieß Supralux, ich finde super Name, super RTL, Supralux, machen wir. Und die, oh, überlegt. Und dann ging es halt weiter, wir haben eine Ziffer gemacht, damit die auch die Uhrzeiten schreiben können, auch alles ganz weich und offen und so. Und dann wird die Schrift extrem ausgebaut, weil dem plötzlich einfällt, hey, die finde ich Schrift richtig gut, die benutzen wir jetzt für alles. Wo man auch sagen muss, warum habt ihr das nicht vorher gesagt? Ja. Das heißt, die wurde jetzt benutzt für die Bürokommunikation, was grundsätzlich ganz, ganz toll ist, wenn ich weiß, dass jeder Brief, der drin geschrieben wird, alles gemacht wird mit dieser Schrift, das ist super. Aber dann hätte ich vorher vielleicht zwei Sachen anders gemacht. Und egal, die wurde dann für alles benutzt, die musste ich ausbauen und die wurde dann vom UAW, wir hatten das gerade schon, wurde die gehintet, damals noch Delta-Hinting, tierischer Aufwand, weil es musste Arbeitsschutzrichtlinie entsprechen, damit die Sekretärin keine Augenbluten kriegen, wenn sie 8 Punkte hat und so. Riesen Hebau hat länger gedauert als die Gestaltung der Stufe, war schweineteuer, aber musste gemacht werden. Und dann kam ja noch dieses Kinderthema. Dann hieß es so, jetzt nochmal Kinderschrift. Und dann haben wir hin und her überlegt, wie was wir machen können am Schlausen und hatten dann eine ganz banale Idee und haben uns überlegt, okay, wir machen jetzt nichts Hüpfendes, nichts Tanzendes, nichts Albernes, sondern wir machen einfach was, wir gucken uns an, wir haben Großbuchstaben, wir haben Kleinbuchstaben. Die Großbuchstaben sind für uns die Erwachsenen, die Kleinbuchstaben sind für uns die Kinder. Und die bringen wir zusammen. Das heißt, die Erwachsenen sitzen nicht mit den Kindern auf dem Boden und spielen. So, ganz stumpfe Idee, ganz doof. Dann haben wir gesagt, machen wir sowas wie eine Monospace, einfach nur die Unicase. Das heißt, wir bringen die Großbuchstaben runter, ja, und das ist dann so ein Schriftband, das ist ganz lustig, und das spielt auch nochmal so ein bisschen mit diesem, sagen wir mal, mit der Schreibidee der Kinder, wie die schreiben lernen. Das ist auch nicht alles richtig in der Größe und Groß-Kleinschreibung ist noch egal. Wir hatten sogar mal überlegt, zarte Buchstaben wie beim T falsch einzubauen, sodass man immer einen Wechsel hat. Und dann haben wir uns auch überlegt, jetzt machen wir die Buchstaben noch jünger, das heißt, alles, was so erwachsen ist, schmeißen wir raus und sämtliche. Anstriche und Träume und so sind alle rausgeflogen, wir haben weiche, runde Form. Wir haben nochmal unser Lieblings-G eingefummelt. Ne? Und haben gesagt, Y ist auch ganz weit, das ist alles noch weiter, noch runter. Super, fanden die auch gut, haben wir gesagt, machen wir. Und dann ist super RTL aufgefallen, so, hey, wir haben ja einen erzieherischen Auftrag. Und wer sich einmal mit Super RTL-Programm, Kinderprogramm auseinandergesetzt hat, weiß, dass die definitiv kein erzieherischer Auftrag haben. Und auf jeden Fall waren sie der Meinung, ein bisschen Rechtschreibung muss sein. Könnt ihr die Großbuchstaben studieren, das höher. Nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, okay. Gut, wir wurden ein bisschen höher und das G musste dann auch wieder rein, dann haben wir oben den Zipfel weglassen. So ist das dann manchmal, das ist dann ein bisschen, naja. Hier die beiden mal einfach so im Vergleich gegenübergestellt, dann sieht man schon auch den unterschiedlichen Duktus und auch die unterschiedliche Luftverteilung ganz gut, finde ich. Dann in diesem Zuge, hey, wir finden super, wir nehmen dich für alles, sollte es dann auch noch eine Kursive geben, plötzlich. Die ist dann sehr lebendig und man hat auch wirklich so Kursivcharakter mit extremen, an tiefen Einzügen und so weiter. Und dann waren wir eigentlich damit durch und hatten aber noch nichts von Gestaltung gesehen. Und wir hatten noch nicht, keinen Einsatz gesehen, gar nichts und dann kam das. Unten sind die fliegenden Ellipsen, die fliegen dann irgendwie hinten rum, da hat man hier die Flächen, da steht dann die Schrift. Und man denkt so, ja, okay. Gut, dass die Schrift sich so schön ans Design angepasst hat. Ja? Und dann ging es dann in den Printbereich, dann wurde gesagt, ja, könnt ihr da nicht mal Vorgaben machen, wie man mit der Schrift umgehen kann, damit man das Potenzial ausschöpft, weil unsere Agentur, ich weiß nicht, da kommt ja so Layouts macht Mary Poppins hier, Chin 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 und keine Ahnung. Und ein bisschen rumgespielt und damit auch wirklich diese Formsprache der Schrift mal zur Geltung kommt. Das wurde dann so in keinster Weise umgesetzt, weil das wird eben das. Und also die Hausschrift, die neue Hausschrift. Da.
Und das ist genau das Problem, was wir natürlich im Vorfeld auch benannt haben. Wir haben einfach unglaublich viel Zeug, was wir mit reinpacken müssen, sowohl on-air als auch im Printbereich. Und das kriegen wir auch nicht weg. Sieht man, kriegen wir nicht weg. Die Frage ist natürlich, muss man es dann so machen? Das ist dann ein anderes Thema. Da gibt es auch keine Agentur ins Reinfunk, aber ich fand es dann so ein bisschen, naja, oder sowas. Da ist ja Mr. Bean ganz lustig, aber da hätte man vielleicht mit der Textzeile da oben dann doch auch noch was machen können, damit dann das tolle andere Stück noch rauskommt. Ich habe mich dann sehr gefreut, als ich dann gesehen habe, dass ein Rand wenigstens ein bisschen Fließtext war. Wo man dann mal ein bisschen gucken konnte, wie das so läuft. Im Laufe der Zeit ging die Entwicklung weiter bei Super RTL und wir haben aus diesem alten Logo, was wir da hatten, ein Übergangslogo gemacht, das mit der Hausschrift, mit der Supernutz und lustigerweise diese neue Form, die nannten die, glaube ich, Meta-Ellipse. Supranutz und Meta-Ellipse. passt eigentlich fast noch besser zu der Schrift als das Design vorher und dann wird irgendwann das klassische RTL-Ding reingebaut und mittlerweile haben sie eine ganz andere Schrift drin und so eine etwas generische geometrische. Aber was ich finde, was man da ganz gut sehen kann, ist dass eine Schrift irgendwie als Gestaltungselement schon durchaus Formsprache aufgreifen kann, sich integrieren kann in so ein Gestaltungssystem, wenn der Gestalter es dann mitmacht. Ja? Also das ist ja auch mal nur, weil die jetzt rund ist, passt die ja nicht unglaublich toll ins Design rein. Da hätte man schon ein bisschen nachdenken müssen. Ist teilweise auch passiert, gerade on air, da habe ich leider keine Beispiele, aber im Printbereich eher nicht so. Lokalkolorit. Irgendwann habe ich, glaube ich, tatsächlich mal das Super-RTL-Projekt vorgestellt und im Zuge dieser Vorstellung, über so ein Seminar, habe ich jemanden kennengelernt, der sagt, ach Mensch, das ist ja spannend und so, wir machen auch gerade irgendwie rum und haben das vor und vielleicht können wir ja mal sprechen miteinander. Derjenige Mensch, der ist auch hier im Rücken, ist nämlich der Guido Arnert, schon wieder Guido. Und der rief dann auch tatsächlich irgendwann nach dem Mensch, dran Guido, vom MDR. Wir hatten ja mal gesprochen, geht um Redesign, gibt einen Brief, kannst du mal einen Anruf machen. Habe ich dann auch gemacht, fand ich auch irgendwie ganz spannend. Ich habe gedacht, boah, öffentlich-rechtlich und so, oh, das dauert schon jetzt irgendwie 8 Jahre, bis die was da los sind. Es ging dann tatsächlich relativ schnell. Zuschauer bekommen. Und das Problem beim MDR war, die hatten ein Redesign bekommen von irgendeiner Agentur. Und die hatten gesagt, okay, wir nehmen als einzige Hausschrift die Frutiger Next. Und die Frutiger Next kann man machen, muss man vielleicht nicht, aber die hat das Problem, dass in einem Sender, der ein Vorprogramm liefert und wo unglaublich viel auch so emotionale Sendungen passieren, da hat die halt Schwächen irgendwann. Das heißt, ein paar Dinge kann die nicht mehr liefern, kann die nicht mehr transportieren. Und es sind jetzt immer so Begrifflichkeiten, wo man halt schon sieht, okay, bei Liebesglück, da kommt jetzt nicht so richtig Stimmung auf. Bei Musikanten geht Sport, geht vielleicht sogar noch. Literatur, glaube ich, vielleicht auch noch, auch Nachrichten. Ja. So, und da war dann die Fragestellung, wie kriegen wir das hin? Und der Plan war, zu der Frutiger dazu eine Serifenschrift zu entwickeln. Und zwar keine Frutiger Serif, sondern eine separate Schrift, die zu der Frutiger passt. Gab es Pläne, die wir gemacht haben und überlegt haben, was für Schnitte brauchen wir, in welchen Breiten und dann sollte es noch Dingbets geben und keine Ahnung. Und am Ende kam dann das da raus, wir haben gesagt, okay, wir haben die Frutiger Italic, next. Wir machen dazu eine Serif. Aus der Serif leiten wir auch eine Italic ab, nicht aus der Frutiger Italic, sondern aus der Serif. Es gibt Small Caps, damals noch in separaten Schnitten, mittlerweile ist das ja alles zusammengepackt. Als Ergänzung dazu für die technischen Geschichten gibt es eine Flap. Und dann, habt ihr eine riesen Idee, es gibt auch noch ein Skript. Ja, die haben wir dann auch gemacht. Gucken wir uns dann gleich an. Dann angefangen, erstmal die Frutiger zu analysieren und zu gucken, wie sie aufgebaut ist, die für Strichstärken, wie funktioniert die eigentlich, was hat die für ein Raster, was kann ich da machen, wie kann ich mich da inspirieren lassen. Ich habe irgendwie Sachen gesucht, die ich speziell finde oder die ich gut finde, die vielleicht auch merklich oder relevant sind bei der Frutiger, die man vielleicht übernehmen kann. Dinge, die ich nicht so gut fand, wie zum Beispiel das in der Frutiger Next, das scharfe S, das finde ich die Hölle.
die Symmetrie bei den runden Buchstaben, bei den Bräuchten war auch die Frage, ob man das übernehmen muss. Und dann sind in den ersten Entwürfen gesagt, okay, so kann das vielleicht aussehen, es gibt einen eckigen I-Punkt, es gibt einen Schwung beim R wie bei der Futtiga, hier gibt es Unterschiede bei den Buchstaben, so in die Richtung kann das gehen. Dann relativ zügig dazu dann auch noch die Kursive. Und da musste man wirklich parallel arbeiten, weil auch da war es so, es musste immer wieder eingesetzt werden. Und es gab dann auch so ein Problem, ich glaube, Riverboat war es, da sollte es für, das ist so eine Talkshow, da sollte es ein neues Logo geben. Es musste an so eine Veranstaltungshalle dran, es gab aber noch keine Schrift, das sollte aber in der Schrift gesetzt oder geschraubt, gebaut werden. Dann wieder Begriffe, Wortbilder, die ganz wichtig sind, zu sehen, wie wirkt denn diese Schrift im Zusammenhang, nicht nur A, B, C, das bringt ja keinem was, sondern das Wortbild im Vergleich zur Futtiga nochmal, die Kursive dazu, eben mit Blick auf dieses Thema Riverboat, was dann auch so, sagen wir mal, bevor noch irgendwas fertig war, gab es dann schon diese Buchstaben fürs Riverboat. Das wurde dann auch schon an dieser Halle geschraubt und eigentlich wusste noch keiner, ob das überhaupt so bleibt oder ob die Kursive so bleiben soll. Musste sie dann. Dann gab es auch dazu eine Flap. Mit etwas weniger dick-dünn Kontrast, mit eben harten Serifen, also ein bisschen gerader, ein bisschen grittiger. Und dann wurde das Ganze auch wieder ausgebaut, damit auch nicht alle Sprachen abgedeckt waren und alles. Und gerade bei so einer Schrift, bei so einer feinen Serifenschrift, die eher so was, was fast schon literarisches hat, da wünscht man sich da für Schriftgestalter nicht, dass sie so eingesetzt wird. Ja? Dass man damit Texte setzt und dann gibt es eine feine Italic da drin und dann werden die Abkürzungen werden in Smallcaps gesetzt und alles ist gut. Passiert aber, glaube ich, nicht, oder ist nie passiert beim MDR, dafür waren sie auch nicht da. Aber das ist eigentlich so das Ziel, was man einfach hat. Das habe ich, glaube ich, nie zu Gesicht bekommen, dass sowas mal gemacht wurde. Stattdessen ging es dann einen Schritt weiter, denn wir mussten ja noch dieses Skript entwickeln. Bei dem Skript war es so, der Gedanke war eigentlich gar nicht so doof. Der MDR braucht eine Schrift, die Stimmung macht, die emotional ist, die bestimmt ist. Die sollte natürlich auch wieder zu dieser Schrift passen. Also was machen? Wir entwickeln die aus der Italic raus. Und das war zu einer Zeit, wo dieses ganze Thema Lettering und Brush und so noch nicht so wirklich präsent war, wie es heute der Fall ist. Und es war schon echt schwierig, war auch kein wirklich klar, was meinen wir denn mit einer Skript, wenn wir Skript sagen? Was für ein Ziel denn? Also wo soll das hingehen? Was soll die denn ausdrücken? Weil Skriptschriften haben das Problem, je nachdem wie die, also wie sie geschrieben sind, wie sie aussehen, die bringen direkt was mit, entweder eine halbe Zeit im Hinterkopf, 60er, 50er, 70er, oder ich habe irgendwie ein Schreibwerkzeug im Kopf, das passt auch, ein Pinsel passt auch nicht immer überall, so, also was tun. Und dann sind wir am Ende sind wir da rausgekommen, eine Ableitung wirklich von der Kursiven, mit ein paar Schwungelementen, mit Übergängen, aber eben nicht überall, zum Beispiel beim R, das ist weiterhin offen stehen, und war damit eigentlich erstmal so ganz happy, ob ich das heute nochmal machen würde, weiß ich nicht, aber damals war es ganz gut und dann haben wir die ganzen Schriften auch wieder erstmal ausgeglichen, abgestimmt mit dem Auftraggeber in wieder diesen Wortbildern, wo einfach klar wird, wie wirkt das, was kann ich damit machen, unabhängig davon, was der Sender eigentlich damit will. Also auch hier das Mischen von Small Caps mit Kleinbuchstaben und allem hin und her, einfach zu gucken, was passiert, wenn ich da wirklich wild mit umgehe. Das Thema hier, Flap-Serif für den News-Ticker. Wenn meine ganzen Akzente durchprobiert, Zündstoff, kann das was, geht das irgendwie? Und es ging einigermaßen. Und ich denke, dass das Paket dann auch wirklich schlüssig war und auch rund war. Und das ging dann auch an den Sender und dann gemacht und es war alles toll. Und dann bekam ich die erste Reaktion oder das erste, was ich so an Belegexemplar bekam, war gar nicht vom Sender, sondern war von einem Bekannten, dem er was per Mail schickte. YouTube und so gab es ja noch gar nicht, und das war das hier. Nein! Gib nicht! Moment! Da
das ist ja, das geht ja nicht. Das Kabel. Ja. Mikrofon dran. Moment. Das kommt da oben raus. Ja. Das müssen wir jetzt mal gerade ändern, weil. Was ist das, ne? Ja, jedes Jahr findet auf den Scheibendeich, Berghotel, die Krönung des Sauerkrautkönigs statt. Das ist eine ganz lustige Veranstaltung. Man braucht nur ein Sauerkraut mitzunehmen, das eigenen, wenn es geht, und einzureichen. Und dann wird es verkostet und ein Sauerkrautkönig gewählt. 22 Sekunden Beleg, 6 Sekunden Schrift. Ich habe nur gedacht, so. Das ist ja toll. Vielen Dank. Gucken okay. Deine Freunde denn für Sendungen da mal? Die Freunde waren bekannt. Keine Ahnung, wer das aufgerufen hat. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall bekam ich das. Ich dachte, oh, hier ein Beleg, ich so super. Und dann, jetzt habe ich hier nochmal zwei, drei kleinere Sachen, wo man mal sehen kann, wie es eingesetzt wurde. Die habe ich jetzt aus dem Netz. Ich habe leider keine Bilder. Ich finde auch, dass man da wieder sieht, dass es ganz gut funktioniert. Man sieht aber auch die Hierarchie, also das heißt Bilder, Fotos, durchaus immer im Wettstreit mit diesen Schriften stehen. Anders als es halt im Printbereich in der Zeitung oder so oder in der Tageszeitung der Fall ist, es halt immer Bild im Bild, also Wortbild im Bild. Und immer so eine Wechselwirkung, mit der man dann einfach auch leben muss. Es gibt noch ein ganz spannendes Beispiel, das ist bei der Skript. Also ich habe ja gesagt, wir wussten gar nicht so ganz genau, wo das hingehen soll. Was macht der Sender eigentlich, wofür ist das eigentlich gedacht? Und ich habe hier zwei Beispiele, die so konträr sind, also Kino Royal und Kriegskinder. Beides mal in dieser Skript und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Oder ob ich es richtig finde, oder also ich glaube schon, aber ich war ein bisschen irritiert, weil... Es ist halt so happy hier, ne, Glitzer und da gar nicht. Und beides mal die gleiche Schrift und es ist halt schon spannend. Man kann es halt nicht beeinflussen, aber die Gestalter fanden es gut und am Ende ist es dann wahrscheinlich auch richtig. Die goldene Henne. So, und jetzt kommen wir dann zum Thema. Leo? Gab wieder einen Anruf. Es war so, ja, hallo, bisschen Schwänzchen, bla bla. Ja, ja, auch Schriften, wie läuft denn so, ja, hast du nicht mal Bock wieder hier Kaffee, Kekse, dies, das, irgendwie, ja, so, ja, ist auch cool, wir machen gerade so, ja, kannst du mal, ja, oh Gott, ja, ZDF Neo. Wir kommen nicht weiter. Und so, okay, cool, ZDF Neo, das ist super, so, ja. Und bin dann hingefahren, das ist die gleiche Agentur, die damals auch Super RTL gemacht hat, und ich habe mir gedacht, das ist ja. Wird nett, wenigstens Kaffeekekse ist gut immer bei denen, das reicht schon mal. Und die haben mir dann gezeigt, was sie planen für das Redesign von ZDF Neo. So, das war nämlich ein Raster, das 12 Grad gekippt war, was sich an dem Kippwinkel der Helvetica Italic orientiert. Und ich erkläre auch gleich warum. Mit einem Rahmen, mit Schriftzeilen, mit drei Schriften drin, die zusammen spielen sollten, mit einem neuen Logo, wozu ich jetzt gar nichts sage, weil es nicht meine Baustelle ist, das geht mich nichts an. Mit zwei Schriften, mit denen ich auch nichts zu tun habe. Aber das war die Vorgabe. Wir haben die gekippte Schriftzeile, wir haben diesen Kippwinkel von 12 Grad, damit dann, wenn das gekippt ist, alles wieder gerade aussieht. Das soll nicht italic auf der Seite, gerade aussehen. Und wir haben ein Problem, weil wir haben keine Ahnung, was wir für Schriften nehmen sollen, weil die alle nicht zusammenpassen.
das hier ist jetzt simuliert, aber wir saßen tatsächlich vor einem riesen Haufen von Ausdrucken, von Simulationen, von Schriften, ich habe keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ja, okay. Und da war alles dabei, von Rockwell über Museum, da war Helvetica dabei, natürlich, da war die Impact dabei, da war Fritziger, alles dabei, da war sogar, ich glaube, da war sogar die Letter Gothic, also solche Sachen waren dabei, Clarendon. Und Sachen, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, will ich auch nie wieder hören und nicht sehen. Und alles lag da rum und wir haben gesagt, okay, wir haben alles ausprobiert, es klappt nicht. Und dann hieß es noch so, okay, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann lass uns gucken. Jetzt machen wir erstmal Häufchen. Haben wir Häufchen gemacht und sortiert, was passt denn überhaupt zusammen, welche Stile haben wir nach, haben wir sortiert und haben gesagt, okay, was brauchen wir, was können wir kombinieren, damit es nicht zu nah beisammen ist, damit es nicht trennt, damit wir Funktionen vielleicht auch verteilen können. Und kam dann letztendlich raus bei so drei Gruppen, einer geometrischen Slab-Serif, einer extrem kondensten geometrischen und einer offenen, lockeren Sans in Bold oder Black oder Heavy, das war so das Ziel. Und das war irgendwie ganz gut, die waren erstmal froh, dass das so die Richtung das war, konnten sie sich vorstellen. Und dann kam auch der Hinweis, ach ja, aber übrigens, die dürfen jetzt nicht zu doll, also zu exzentrisch sein, die müssen jetzt schon sich sehr zurücknehmen, die Schriften, weil wir haben ja immer noch Bilder mit dabei. Da hat man das nämlich schon wieder. Ja? Das heißt, die Schriften sollten irgendwie toll sein, dürfen aber auf gar keinen Fall so toll sein, dass sie irgendwie besser sind als die Bilder. Wir denken auch so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also Bilder first war die Ansage und dann gab es noch die Ansage, ach ja, die Hausschrift von ZDF Neo ist die Helvetica. Das müssen wir auf jeden Fall beachten. Weil die kommt auch vor. Okay. Super. Und dann hast du gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? Also ich habe jetzt diese drei Gruppen da und wie kann ich denn jetzt vorgehen und wie komme ich denn jetzt zum Ziel? Und habe mir gedacht, okay, was kann der Link sein, der das alles verbindet? Und bin dann letztendlich auf den Trichter gekommen, dass es eigentlich nur die Helvetica sein kann, weil wenn das die Hausschrift ist, die sowieso da ist, dann muss die Mutti sein, die alles zusammenhält. Und es klang erstmal sehr komisch, der Gedanke hat mich auch ein bisschen verängstigt und ich wollte eigentlich gar nicht mit der Helvetica irgendwie da was anfangen, aber am Ende habe ich mich dann dazu durchgerungen und gesagt, okay, gucke ich mir die Helvetica mal nach 20 Jahren Schriftsteller, gucke ich mir die Helvetica nochmal an. Und habe mich mal ganz bewusst hingesetzt und habe mir die Helvetica mal angeschaut und gesagt, okay, was kann mir denn eine Schrift geben, die eigentlich nichts geben kann? Vor allen Dingen, wenn ich nur Versalien einsetzen darf. Das war nämlich auch noch so eine Vorgabe. Keine Kleinbuchstaben. Und am Ende haben wir gesagt, okay, eckige Punkte sind schon mal schön, das K, ja, also nicht dieses spitze K, sondern das versetzte K, kann man aufgreifen, dass das M der Winkel bis zum Boden geht, kann man vielleicht auch dieses Helvetica R, wo keiner weiß, wo es herkommt so richtig oder was das soll, kann man nehmen. Jetzt sitzt er am Q. Das 1 mit der Rutsche, die 2 unten den Schwung macht, die geschlossene 4, die 7 mit dem Schwung. So, das waren so die Beweggründe oder die Inspiration. So, das, vielleicht kann man da was mitmachen. Später kann man auch die 5 dazu. Dann angefangen mit der Slab-Serif, weil das die wichtigste Schrift war von allen, die Agentur brauchte. Und habe dann versucht, eine geometrische zu bauen, eine Slab, die sich an diesen Formen orientierte, die da was aufgriff und irgendwie eine Brücke schlug zu in der Helvetica. Da kann man schon sehen, das klappt eigentlich tatsächlich ganz gut. Mit dem R, das ist jetzt nicht in der Helvetica genommen und Serifen dran getackert, sondern wirklich ein Entwurf. Der ist auch noch aufrecht und nicht italic, weil die sollte ja auch aufrecht aussehen. Und eine Italic direkt in der Form zu gestalten, war mir echt zu tricky. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das erstmal gerade und gucken wir erstmal, was die wollen. Da hat sie auch schon dieses A ein bisschen aufgedrängt, also ein Slab A ohne Slab oben. Und dann macht man ja so Dinge wie Dinge ausprobieren, die ja vielleicht auch noch gehen können. Also spitze Serifen dran oder so, weiß ich nicht, schlauchgroße Serifen. Da als Mumpels auch im Test dann mit wieder diesen Worten Montag, Freitag, hat es alles nicht funktioniert. Und am Ende hat sowohl ich als auch die Agentur sich entschieden für diese klassische Slab mit ordentlich knackigen Serifen und fertig. Und dann zu den Wochentagen wieder mal kamen dann noch die Uhrzeiten dazu, das musste sein. Und da kann man jetzt schon mal sehen, oben die zwei noch so ein bisschen wie bei der Helvetica. Und unten ist da ein Knick drin.
über den freue ich mich immer noch, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Einfach, um da auch nochmal was Eigenes reinzubringen. Es sollte ja nicht exzentrisch werden, aber man will ja dann doch was Eigenes reinbringen. Das ist jetzt der Knick drin, das ist total voll. Passt super zum Arm. Wenn wir mal einen Zusammenstück mit den drei Strichstärken. Was ein bisschen doof war, war, dass ich mit der Regular angefangen habe und einen Bolt machen wollte, weil das die Vorgabe war und plötzlich fiel ein, wir brauchen noch eine Light. Da hätte man interpolieren können, oder zumindest nur, aber kurz haben wir die Light auch gemacht. Und dann ist ihm plötzlich aufgefallen, wir brauchen ja doch noch kleine Stärken, und zwar 7 Stück, damit wir diesen Sticker machen können. Auch noch gemacht, das durfte dann auch kein einstöckiges A sein, weil es sollte ja nicht italic aussehen, sondern es sollte ja gerade aussehen. Ein bisschen schade. Und das Ganze ausgebaut und dann nochmal sehen, was ja auch noch ganz wichtig war, dadurch, dass da die Schriftzeilen so nacheinander saßen, in diesem Raster, in diesen Kästen, mussten die Akzente ganz, ganz flach sein, was teilweise ein bisschen schräg aussieht, aber da die jetzt eben so häufig vorkommen, bis auf die Ä-Punkte und Ö-Punkte, ist das nicht so schlimm. Und dann gibt es auch schon Robert die Katze so kondensiert, weil auch da war ich wieder irgendwie alles ganz dringend. Und auch hier, ich mache das jetzt mal ein bisschen flotter, auch hier war es so, die Geometrie war die Grundlage, dann liegen manche Sachen einfach auf der Hand. Dann haben wir die Charaktermerkmale da drin, beim R, beim G, also G unten mit Steg und Winkel, K, 1 mit Rutsche, die 2 unten mit dem Schwung und die 5, die so reinzieht. Und dann war es aber dann doch so, dass ich, ach komm, aber so, die ist so drisch und oh, wollte ich doch noch ein bisschen was machen. Ich habe dann da irgendwie versucht, unten dann doch nochmal ein bisschen irgendwie was reinzukriegen, was der ganzen Sache so ein bisschen Charakter gibt, dass es ein bisschen Würze da reinbringt. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Die Korrektur kam dann von meinem Ansprechpartner, vom Anton, der hatte auf dem iPad irgendwie eine tolle Funktion, wo er PDFs dann direkt reinmalen kann. Hier unten steht, im Bolt hat das was, nur ein bisschen zu viel. Ja, dann halt nicht. Ne? Okay, und in dem gleichen Atemzug hat er mir dann auch noch meine Inkjets abgeschossen, die ich eigentlich angelegt habe, weil die so extrem schmal ist und natürlich auch extrem zusuckt im Screen-Bereich. Cool und schön, ja, fällt aber nee raus. Und ich habe gesagt, ja, aber das klingt die wirklich total zu, ja, ist mir egal. Ja, aber das ist doch doof aus, das ist doch nicht schön am Screen, wenn dann da irgendwie aus den Flecken sind, ja, ist mir egal. Ein bisschen rausgefallen. Das habe ich gemerkt. Ich habe einen übereinander gelegt, da sah man, dass es weniger war. Da war ganz nicht das. Und dann war es auch erstmal möglich, wirklich die im Dialog zu sehen. Also diese Schmale zusammen mit der Slab, damit man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommen kann, wie das überhaupt funktioniert. Das ging eigentlich ganz gut. Dann habe ich das hier gemacht, da habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Das sind ja alles Blindtexte. Ne? Schreibt da einmal rein, was zu testen. Ich bin in den Straßengang und Samstag, bla bla bla. Und ich bin ja 4 Minuten. Und dann kam der Kunde, also nicht die Agentur, sondern der ZDF, und sagte: Wir brauchen aber ja ein Versal-SZ, weil wenn man in den Straßengang schreiben will, dann muss man ja. So, über das Versal-SZ rede ich jetzt nicht, weil ansonsten dauert es hier noch eine Dreiviertelstunde. Ich habe es dann gemacht und da finde ich sogar auch ganz okay, aber dann. Ein anderes Thema. Sounds heavy, relativ einfach. An den Punkten ist sie offen, nicht geschlossen mit den anderen beiden. Ich gucke mal rein. Ne? Ja. Hier sieht man ganz gut, dass sie eigentlich kaum Potenzial hat, eigenständig zu sein. Also es gibt nur ganz wenige Punkte, wo die ein bisschen Charakter zeigen. Alle anderen Buchstaben sind unglaublich austauschbar, was eigentlich ein bisschen in der Natur der Dinge liegt, in dem Punkt. Eigentlich auch schrecklicher Gedanke. Ausgebaut. Alle drei zusammen. Ne? Slapstyle. Kondens. Dann hier mal eine Ansicht, wo alle Gs zusammenstehen, alle Einser und Vierer, und ich finde das total super. Hier sind noch ein paar Schätzchen drin. Das Endzeichen ist total super. Das Basal ist tatsächlich gar nicht so streißig geworden, aber ich finde es im Einsatz total überflüssig, aber okay. Dann habe ich jetzt nochmal, auch weil das ist jetzt alles Screen, das ist alles auch gedacht für ein Screen, dann habe ich nochmal im Netz zwei, drei Ansichten gefunden von Plakaten. Das ist hier von der Agentur Lukas Lindemann-Rosinski. Ich hoffe, die verklagen mich nicht, weil ich das hier zeige.
Das sind Plakate, die von denen gestaltet wurden mit den Schriften. Hier haben wir City Light Motive, die angelegt sind in der Form. Und hier ein, ich weiß gar nicht, was auf dem Plakat ist, ich weiß gar nicht. Ich finde auch die Zeitangabe sehr bald, eigentlich ganz schön. und jetzt würde ich gerne zum Abschluss, ganz toll, ganz kurz noch ein Filmchen zeigen, wo das alles nochmal zusammengefasst ist, das komplette Erscheinungsbild gezeigt wird, das im Übrigen auch jetzt am Dienstag oder Montag oder wann auch immer bei ADC 2 Nägel gewonnen hat. So, das ist nur die Frage mal zum Schluss. Alles war ausgerichtet auf die Helvetica. Sämtliche Größen waren angepasst, das Raster und alles. Die Helvetica kommt kein einziges Mal in die Erscheinung vor. Null.